Guck mal, da fährt ein LKW auf der Hauptstraße. Richtung, echt? Richtung Tscherno, naja. Richtung Tscherno, hinten an der Mauer fährt der entlang grad. Sehe ich gar nicht. Ja, hinter der Baumreihe, hinten geht's, guck mal, ah, bei der linken Militärwaffe. Ja, ja. Also, man kann in die Autos reinschießen. In welche Richtung, ja, fährt er? Aber du musst frontal reinschießen, sonst geht das, glaube ich, fährt nicht. Fährt er nach... in Richtung... Warte, der hält, glaube ich, an. Warte. Ja, nee, lass mal lieber. In welche Richtung fährt er? Nach Tscherno. Der ist am Strand jetzt. Ich glaube, der hält an, oder? Nee, doch nicht. Der leckt bei mir voll rum. Ich hätte können, boah, ich hätte... Ah, nee, da... Selbst wenn du den triffst, so, die Kugel geht eh nicht durch. Nur wenn du frontal, glaube ich, reinschießt. Und aus welcher Richtung kamen die Schüsse? Hier aus von den Hochhäusern da hinten. Naja. Ich sehe keinen, ich guck schon die ganze Zeit dahin. In der Hoffnung, dass vielleicht einer zu den Garagen rennt oder so. Ja, guck ich auch. Ich könnte looten gehen und schauen, wie der schießt da auf mich. Ja, so ist es. Aber das mache ich jetzt ungern. Ja, wenn, dann kannst du ja nur Airfield looten und oder da looten, wo wir dich sehen. Ja. Weil Airfield müsste ja bestimmt was sein, wenn das eben Restart war. Ja, theoretisch müssen die jetzt da, die diese Militärwaffen da rennen. Im Tower. Jetzt geht's los. Aber traut sich wohl keiner. Sollen wir irgendwas machen, oder? Ja, keine Ahnung.
Ich würde sagen, ich bleib noch ein bisschen hier oben und sehe gleich eh offline an. Ich bin von dem Kohldampf langsam und großartig Bock habe ich auch nicht mehr. Komm, dann machen wir so, ich loote noch kurz die Baracken da unten. Okay. Garagen. Und guck mal, wer da. Ach, der ist schon wieder durstig, ja. Wer das so unten splitzt. Okay, dann gucken. Also, du gehst zuerst zu den Garagen. Ja, jetzt hoffe ich einfach zu mir durch. Bist du schon bei den Garagen? Nein, ich bin gerade die Treppe runter, die erste Leiter. Dann war da einer. Ich hab da gerade was langpushen sehen bei den Garagen. Okay, ich gucke jetzt auch zu den Garagen. Nee, bleibt beide oben. Ja, ja, ich guck. Von hier oben. Eben, ich geh einfach schon. In da, da rennt er. Ja, ich bei den Garagen war, der hast du gesehen? Ja. Ja, was sind das, 300 Meter? Ja, kann gut sein. Ja, lass mit 300 kannst du eigentlich nichts falsch machen. Ich mach auch 300. Lass okay. Näher kommen. Ich gehe in das dritte Stockwerk. Naja. Vielleicht lootet ihr gleich noch das Auto oder so, dann können wir einen Schuss fahren. Losen. Ja, wenn er auf dem Auto. Bin ich im Bad gelandet, nicht auf der Treppe. Gerade getrunken hat er schon wieder Durst. Jetzt ist er weg, ne? Ja, der wird wohl noch bei den Garagen sein, ne? Ganz hinten ist der, glaube ich, jetzt. In der letzten Reihe. Hat der Sachen gehabt? Ja, der war, glaube ich. Ja, Militär, glaube ich. Also Militärsachen. Ah, ja, was soll. Da läuft er, da läuft er. Zwei, ja. Zwei Stück. Drei! Ich schieße. Nein, noch nicht. Ja, ich auch, doch. Warte. Ich auch. Ich bin jetzt unten. Ich bin jetzt ganz unten. Ich bin raus. voll die Achse. Alle rennen weg. Okay, ich glaube, ich habe keinen getroffen. Hast du einen getroffen? Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher. Die laufen jetzt Richtung Schule. Zweimal okay. Ja, einer ist Schule. Einer läuft links nach oben. Zwei Mann laufen links ja. Nach oben. Rennt da bei den Hochhäusern hinten noch. Ich bin auf der Straße. Ich bin auf der Straße. Ja, die sind schon weggerannt jetzt. Sind die hochgelaufen oder in den Wald? Ganz hinten sehe ich noch einen. Warte. Ne, die sind jetzt auf der Straße. Und zwar, wenn du zwischen von hier aus zwischen die Hochhäuser guckst, dann ist da ja die Straße, die nach die Richtung hier nach. Richtung ist das Tscherno da, Nordtscherno. Also die sind zurückgelaufen, ja? Da laufen die gerade nach links, also Richtung von uns Tscherno. Weg, ja? Ja. So, ich laufe jetzt zwei Stück her. Sind zur Polizei gelaufen, also da wo die Schule ist und alles, und zwei Stück sind Richtung Tscherno gelaufen. Oder drei, keine Ahnung. Ne, die sind, ich glaube alle drei sind jetzt hier nein, nach links gespannt. Nein, sind, zwei Stück sind nach rechts gelaufen. Ja, aber die sind dann die Straße wahrscheinlich entlang und dann nach links. Weil ich hab da gerade mindestens zwei Leute da lang huschen sehen, zwischen den Hochhäusern. Egal, pass auf. Ich bin jetzt vor den Garagen, hinter den Garagen bin ich jetzt. Ihr müsstet mich sehen. Ja, da wird keiner mehr sein. Na gut, ja. Eventuell kann noch einer bei der Schule sein, ne? Aber... Ich mein, siehst du mich? Ich bin jetzt bei den Garagen. Ne, ich seh dich nicht. Hinten? Okay. Da links läuft einer Richtung Wald, kann das sein? Bist du da? Ja, da läuft der... Achso, das ist du. Ja, das bist du, ja. Hier, ich lauf jetzt in den Wald rein. Ja. Ich seh dich. Jetzt rennst du gegen den Baum. Verlierst die Verbindung. Okay, bist du weg. Okay, dann lauf ich in den Wald. Gib mir Deckung.
Das war ja gerade eine Aktion, ey. Boah, ich hab's hier verscheucht, Mann. Ey, das ja, war die wie so ein Bienennest. Oder so weggerannt. Das war wenigstens noch eine Chance, einen zu treffen noch. Ja, genau. Seht ihr mich? Ich bin im Wald. Nicht, dass sie oben auf die Hochhäuser gehen oder in die Häuser rein und es gleich wegholen. Ich würde eher. Ich würde. Da läuft einer. Ein Zombie läuft Richtung Garagen. Ich liege im Wald im. Okay. Also Zombie-Frau mit Roten. Die ist Richtung Garagen gelaufen auf Agro. Gut, dass man die läuft jetzt in den hat, Wald was hoch. Für Zombie das war. Ich läuft jetzt, ich liege jetzt über den Garagen im Wald. Ja, dann kommt ein Zombie zu dir. Ja. Aber guck mal, ey, ich glaube eher, dass die Typen jetzt so einen großen Bogen machen und dann links hier von dem Hügel. Mach den Zombie kalt, ich will gucken. Nicht selber schießen. Warte, ich bring ihn. Ja, der ist jetzt weg. Hast keine Axt? Und auf die Entfernung ist das hier auf den Zombie zu schießen. Da hab ich. Ah, da ist wichtig. Da kommt noch ein Zombie, ne? Oder ist der? Ja, ey, Victor, ich würde aber aus dem Wald da rauskommen, weil, wie gesagt, ich glaube, die kommen jetzt oben von dem Hügel. Weil da die einzige Stelle ist, wo die hier aufs Hochhaus gucken können. So einigermaßen. Sagt mir, in welche Garagen ihr reingucken könnt. In gar keine. Gar keine. Also, wir können nur sehen auf der Straße. Wir können links und rechts von den Garagen gucken. Ja, sagt mir, wo ich mich vielleicht verstecken könnt, kann. Dann werde ich ein bisschen schießen und sie locken. Bist du jetzt hinter den Garagen? Ja, ich laufe jetzt zwischen den Hochhäusern. Jetzt müsstet ihr mich gleich hier zwischen den Hochhäusern sehen. Jetzt müsste es mir. Jetzt bin ich hier. Ich habe jemanden flippen gehört. Ich auch. Seht ihr mich jetzt hier unten? Ja, ich sehe dich. Okay. Ich verstecke mich jetzt hier. Okay. Seht ihr mich? Jetzt bist du bei mir weg. Aha, okay, das ist dieser. Weil ich hier ganz in der Ecke stehe. Hier bin aber wenn du bei den Garagen bleibst, ne, dann können wir dir ja sagen, ob jemand sich dir nähert und so. Meiner ist schon ganz, ganz durstig, aber ich kann was trinken. Und aus welcher Richtung der kommt, da kannst du nämlich in die andere Richtung wegrennen. Ich gehe in das Hochhaus hier rein. Und dich verschanzen halt. Ja, ich gehe hier rein. Jemand splittet hier. Ja, kann auch boxen. Ja, ich behalte auf jeden Fall den Hügel hier erstmal im Auge. Oh Mann, ihr habt sich verscheucht. Niemals. Die, ja, die waren ja schon so weggerannt. Ja, die waren ja schon am Weg wieder zurück. Ja. So, ich bin jetzt auf dem Dach. Oh, fast. Jetzt bin ich auf dem Dach, auf dem kleinen. Die waren alle voll krass. Equipped. Ich hab nur einen gesehen. Und auf einmal einer, Riesen dann noch Bienen einer, ist. Noch einer. Ja. Voll krass. Ja. Ich bin jetzt hier unten auf dem Dach, seht ihr mich? Vor dem Garagen. Ein Richtung Balota. Ah ja, ich sehe dich. An der Ecke da, ne? Mhm. Das ist aber gefährlich. Palota ist sauber. Rundherum Hochhäuser. Ja, ich hab ja auch. Ja, aber wir können nichts machen, wenn jetzt irgendwo da oben höchstens Hochhaus einer hockt. Ja. Ich sehe einen. Er lootet hoch an der Straße. Da, wo ich jetzt hingucke, er rennt jetzt zu euch. Auf der Hauptstraße, richtig? Ja, zu uns. Genau. Okay, wo die Mülltonnen, eben war's. Genau, die vierte Mülltonnen. Gleich kommt er. Ja, wir sind jetzt hinter dem Hochhaus. Ich stelle mich hin. Ich wage es. Okay. Das kann. Nicht, dass du jetzt einen Schuss in den Rücken kriegst. Aber der lootet, oder was? Siehst du den noch? Nein. Vielleicht klettert er hoch. Aber ja, der im Nachbarhaus?
Ja, Nachbarhaus wär optimal, wenn er da hochklettert. Guckt auf die Straße zu den Mülltonnen. Ja. Müll, dann sehe ich den, wenn er da reingeht. Er rennt zurück. Er ist jetzt auf dem Haus, hinter dem Haus, wo ich gucke. Also da, wo die Garagen sind, oder was jetzt? Ja, jetzt rennt er zurück. Ich sehe ihn. Schieße ich auf ihn? Scheiße. Jetzt ist er hier. So. Nicht, dass ich runterfalle. Ja, da ist er. Ja, ich sehe den. Warte, oh, der rennt jetzt Richtung Garagen, glaube ich. Mhm. Ne, warte mal, der rennt da. Ein Zombie? Ah, ne, der rennt ein Zombie hinterher. Ne, bei den Autos hinten ist der. Ja, schieße. Boah, das peitscht. Mann, nehmen. Was los? Der ist peitschen. Tot. Der ist tot. Ja, ist er tot? Okay, gut. Er liegt vorm Gebüsch. Ja, vorm Gebüsch liegt er. Ich dachte, wir müssen jetzt voll verkackt. Ich schieß nochmal drauf, falls er nicht tot ist. Okay, jetzt müsstet ihr mich. Hier ist auch mal, voll die mal looten. Voll die Einschüsse neben dir. Ich hab mal 4. Ja, ich schaff 3. Scheiße. Aber die Schüsse kamen auf jeden Fall alle an, ja? Also, ja. Der gut. Aber er hat eine gute Höhe. Jedenfalls liegt er da. Er hat auch eine Waffe dabei. Ja, warte, wenn er die Waffe auf dem Rücken hat oder so, dann ist er nur bewusstlos. Ich weiß nicht, da liegt er so komisch mit einem lilanen Rucksack. Warte, ich schmeiß jetzt die Waffe weg und. Ja. Siehst du vor dem Gebüsch? Nee. Doch, vor dem Gebüsch glitscht er so da raus. Von dem blauen Auto rechts kommen jetzt zwei Gebüsche. Ja. Dann vor dem Baum da. Wo liegt er? Das sehe ich gar nicht. Komisch. Ach man, jetzt hat mich ein Zombie hier gejagt. Jetzt komme ich durch den Zweck-Zombie nicht raus. So, jetzt bin ich da. Boah, Alter, jetzt müsst ihr mir decken gehen. Ich werde hinten durchlaufen, ja, so gut geht, ne? Ihr müsstet mich gleich ich sehen. Ich halt auf jeden Fall Ausschau, dass keiner... Jetzt müsstet ihr mich sehen. Da rennt ja, ich sehe dich. Okay, führt mich, ne? Verlauf. Ja, geradeaus, einfach geradeaus, zu den geradeaus. Autos. Rechts von den genau, Autos. Genau, rechts von dem Auto. Das ist ja... Noch einer, da ist einer hinten dran. Da läuft einer. Wo genau? Da, hinter den Autos. Wenn da rechts einer war, und da ist eine kleine Hütte, nicht? Hinter, ja. Hinter der Hütte ist jemand. Sehe ich nicht. Oh, kann man nicht sehen wegen Baum. Ich gehe wieder hoch. Bäume sind davor. Beziehungsweise ich gehe hier zwei Stockwerke hoch. Er will nämlich schon gleich auch looten. Wo liegt der? Sein, ne? Der liegt direkt, ach, du läufst hier. Boah, erschreckend schon. Ja. Vor so einem Gebüsch liegt der. Von dem blauen Auto rechts und dann ist so ein Gebüsch da. Da liegt er. Ihr seht es. Wenn er ihn looten will, dann werdet ihr das sehen, ja? Ja, ich kann es sehen. Vor allem, ich sehe die Leiche gar nicht. So komisch. Ach, da liegt die Waffe und direkt vor dem Gebüsch. Okay, also er kann ihn nicht looten, ja? Ne. Okay, ich habe das hier so ein bisschen im Visier. Ich könnte... Und nicht, dass die Leiche gleich verschwindet. Naja, der wird das schon versuchen zu looten. Also wir haben einen von denen erwischt, nicht, ja? Der hat die Schüsse gehört. Achso, warte, ich schlag mal. Du hältst so ein bisschen die Dings im Auge, ne? Warte, ich muss kurz nachladen. Die Dächer, ne? Wir müssen die beide im Auge behalten, also alles. Ja. So, ich blicke jetzt auf das Auto, auf diese kleine Hütte. Und vor der Hütte liegt die Leiche, da ist ein
Gebüsch. Gebüsch, okay. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe den Gebüsch. Er liegt, glaube ich, im Gebüsch drin, ja? Ja. Genau. Und unser Typ ist hinten dran. Scheiße, ich wollte ihn gerade looten. Was ist das denn für ein anderer Typ, der da eben war? War das so ein ausgerüsteter, so ein voll ausgerüsteter? Nee, das könnte auch ein Zombie sein, aber ich glaube... Ganz normal. So, was mal. Aber ihr habt ihn auch gesehen, ja? Nein, nein. Nicht gesehen? Nein. Nur ich? Nee. Okay. Oh, ja. Da läuft jemand über die Straße in deine... Hab ich auch gesehen. In die Richtung, wo die Leiche ist. Ja. Okay, schießt noch nicht. Zwei Häuser... Nee, nee, der ist auch zu weit weg. Der ist zwei Häuserblocks hinter dir. Aber der wird gleich da sein. Also gleich. Vor dir. Ja, da, der läuft da. Oder warst du das gerade? Der andere lootet. Der andere, der läuft da. Der ist gerade hier nach rechts gerannt. Der wird jetzt hier bei der Straße mit den Mülltonnen rauskommen. Halt du die Straße mit den Mülltonnen in den Augen, ich halte hier die Straßen. Okay. Ich habe die Leiche im Visier. Also, wenn es das ist. Sobald ich den sehe, Feuer. Werde ich versuchen drauf zu schießen, genau. Ich seh ihn, der ist wieder hier bei mir. Voll equip M4. Boah, wo bei dir? Der ist bei dir, der kommt jetzt wieder zu dir. Zur Hauptstraße, da wo die Mülltonnen sind. Okay. Der ist zweite Hochhaus ist der jetzt gewesen. Okay, also das zweite, also nicht das hier. Ja, der hat aber M4 sondern dahinter. Das. Genau. Okay, vielleicht geht er da hoch. Kann sehr gut sein. Dann ist das einer von den Typen, auf die wir geschossen haben. Und dann ja, der sah auch richtig heftig haben aus. Haben die sich überlegt, zurückzukommen, um uns zu holen. Ich wurde getroffen, ich bin unconscious. Ich wollte gerade sagen, dann ist der andere auf dem Hügel. Ja. Okay, geht, versteckt euch. Ja, ich bin unconscious. Okay. Wie hat der dich denn getroffen? Du lagst doch, oder nicht? Nee, nee, ich habe mich gerade hochgerückt. Oh, krass. Kriech hin, verbinde ihn. Ja, nee, dann hockt er sich hin. Wenn ich ihn verbinde, hocke ich mich hin. Wenn du nichts machst, stirbt er. Das Problem ist, ich kann nichts machen, Mann. Ich lebe, Ruhe. Ja. Hinlegen. Wo ist der M4, Mann? Der M4-Mann müsste jetzt aufs Hochhaus geklettert sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, ich werde jetzt... Ich bleib jetzt hier im Raum stehen. Weil ich sehe... Ich wusste, dass die Typen wiederkommen, ey. Ich wusste das, Alter. Alles ruiniert, ey. Ja, okay. Jetzt werden wir von zwei Seiten belagert. Wir können kaum was machen jetzt. Wir sind so gesehen in der Falle. Das Einzige, was wir machen können, ist wieder runterklettern. Nee, wir bleiben jetzt hier. Ja, wenn wir hier bleiben, sterben wir. Ach, der Dings müsste uns jetzt... Ja, stimmt. Also wir können jetzt echt gar nichts machen. Einer ist auf dem Cypher-Hügel, der andere ist auf dem Neben... Auf dem, warte mal, jetzt muss ich erstmal meine Munition hier wieder checken. Alles kaputt. Was wir machen könnten, ist hier hinter der Tür, oder? So könnten wir gucken. Boah, der hat mich gut getroffen. Jacke schon wieder kaputt. Weste schon wieder kaputt. Ganze Verbandszeug kaputt. Boah, ist doch scheiße. Soll ich zu der Leiche laufen? Wird riskant. Ich will den M4-Mann haben. Ja, ich halt Ausschau. Sobald er sich zeigt, werde ich schießen. Kann ich zu der Leiche? Siehst du die Leiche noch? Ja. Ich würde nicht oben auf dem Dach rumtouren, weil wenn die auf dem Sniper-Hügel sind, holen die dich da runter. Ja, guck doch, du siehst doch, wo ich bin, oder nicht? Ich bin hier an der Tür. Achso, du meinst ihn? Von hinter dir. Ich riskier's, Leute, und dann wird er auf mich schießen, oder auch nicht. Scheißegal. Ja, egal, ich riskiere das jetzt. Ich bleib jetzt hier. Nein, bleib jetzt mache ich was. Pass jetzt auf. Ja, ich behalte das Hochhaus im Auge, wo der Typ vermutlich hochgeklettert ist mit der M4. So, ich lauf jetzt zu Leichen. Bin jetzt im blauen Auto. Gleich. Jetzt. Ich bin beim Typ.
Jemand ladet hier nach, scheiße. Jemand lädt nach, ja? War das Bucket? Ja, hab ich auch mal. Nein, das war. Scheiß Bug. Jemand. Du hast auch gehört, Victor, ne? Ja. Ja, da war's ein Bug. Alles am Arsch. Alles am Arsch. Haben wir den durchgesiebt? Okay. Jetzt bin ich so frei und dass ich hier ein bisschen rumlaufe. Aber wenn der M4-Mann mich. Geh mal zum zweiten Hochhaus. Also, wo wir es drin sind, nicht das vor uns, danach das. Das dritte Hochhaus von uns. Mhm. Und das zweite Hochhaus von uns. Aber genau nicht. Da ist er! Wo? Ach nee, im Nebenhochhaus. Ja, der ist neben Hochhaus. Der war gerade auf dem Dach und dann ist er wieder rein, bevor ich was machen konnte. Ich wollte gerade schießen, dann ist er wieder reingegangen. Also hier. Hockt der da, glaube ich. In dem Hochhaus. Ja, ja. Mit einer roten Mütze? Kann das sein? Ja, ja, genau, richtig. Mit neben euch, ja? Neben euch auf dem Hochhaus. Da ist er. Okay, dann gehe ich. Ich gehe hoch. 100 Meter, stell 100 Meter ein. Ich gehe hoch. Ja, ja, ja. Wartet. Ich werd ihn überraschen. Ja, der kann ihn ja schon mal von oben ein bisschen ablenken. Ja, genau. Denkt ihr, ich kann hochklettern? Der hat mich auf jeden Fall gesehen. Denkt ihr, ich schieß kann einfach mal, schieß einfach mal. Durch die Tür? Meinst du, die geht durch? Einfach, geht. Schieß einfach, dass der Victor oben da, dass er den nicht hört, wenn er die Treppen hochläuft. Schieß, ich kletter die Leiter hoch. Genau, dass er den nicht hört. Schießt? Ja. Ich habe aber nur 5 Schuss, aber jetzt noch 3. Ich kann nicht so oft schießen jetzt. Das muss ich nachladen und da hat der Vorteil. Ich schieße. Kann nur doch warten, bis du um die Ecke guckst. Warte mal. Schießt aber gegen die Wand, oder? Ist doch egal, Hauptsache der hört das. Der hockt auf jeden Fall hinter der Tür, ey. Wer hat geschossen? Dass die Kugel nicht da durchgeht, Alter, das ist voll kacke. Er müsste mich jetzt gehört haben, dass ich da bin. Aber so langsam kriege ich aber Schiss, dass die doch jetzt, dass einer sich verschiebt und dann hinten am Sniperhügel auf mich schießt. Ja. Aha, um hier runter zu kommen, muss er die Leiter klettern, ja? Ja. Okay. Dann bleibe ich hier sitzen. Oder warte mal, kann auch sein, dass genauso aufgebaut wie. Ey, kann sein, dass er die Leiter runter geht und aus einem Zimmer unten dran auf mich schießt, weil ich ja jetzt die ganze Zeit die Tür im Blick habe. Also ich habe jetzt die mittlere Treppe, wenn er runterkommt, habe ich ein Visier. Okay. Wenn er jetzt aber so langsam wird es mir jetzt zu riskant hier, wo ich gerade bin, weil... Okay, ihr könnt die Position ändern. Wenn er abhaut, habe ich ihn. Ich wäre dafür, wir klettern hier runter und gehen zum Victor und holen ihn da raus. Ja, du holst ihn nicht raus, du kommst da nicht hoch. Ah ja, aber stimmt. Das Problem ist auch, wenn wir runterklettern, dann kann der uns sehen, durch die Fenster. Ja. Aber du verdammt, ihn auch. Ey, wir hätten das Treppenhaus hier im Auge behalten sollen, vom Nebenhaus. Dann hätten wir den 100 Pro gehabt. Aber ihr könnt versuchen, eine Treppe runter zu gehen und dann zu snipen. Einfach einen Stockwerk runter. Ja, dann gehst du oder soll ich runtergehen? Klettert runter und zwingt ihn, die Leiter runterzukommen. Schießt. Okay. Dass er abhaut und dann kommt er die Leiter runter und ich warte schon. Nicht, dass jetzt einer auf mich hier wartet. Dann hätten wir den wahrscheinlich gehört. Okay, ich bin jetzt ein Stockwerk tiefer. Nicht, dass solche Typen sind, die Positionen ändern auf einen anderen Server. Ey, auf mich wird schon wieder geschossen. Die schießen jetzt auf den Sniperhügel, wie ich gesagt habe. Okay, dann geht dort weg. Boah, hat der gut geschossen. Heftig. Ja, wir können jetzt hier eh nichts mehr machen. Die haben uns umzingelt. Ja, ich sag ja. Ja gut, ey. Zwingt den Typen runter zu klettern. Dann bleibt nur noch der Sniper. Ja, wie soll man den dazu zwingen? Der ist jetzt in diesem Raum da oben wahrscheinlich drin. Ja, und da können wir den nicht treffen.
nur von hier oben, aber wenn ich hier rausgehe, krieg ich von hinten einen rein. Da rennt jemand, bist du das da, der da zwischen den Häusern dann rennt? Schieß alles ab. Da rennt schon wieder einer. An den Hochhäusern vorbei. So zwischen den Hochhäusern. Okay, vielleicht kommt jetzt in mein Hochhaus rein. Der rennt da. Ich würde ja gerne schießen, aber dann sieht mich der andere wahrscheinlich. Frage ist, ob der zu denen gehört. Sag mir, ob er holt seine Leiche. Nein, der ist jetzt bei uns irgendwo hier unten. Okay, vielleicht kommt er in meinen Hochhaus rein. Siehst du das, ob er bei mir reinkommt? Nee, sehe ich nicht. Aber kann eigentlich sein, ja? Kann gut sein. Aber wieso sollte der gerade in das Hochhaus reingehen? Ja, weil der andere ihn führt. Aber da ist doch schon einer drin. Vielleicht braucht er Decken oder Unterstützung. Das ist ja, vielleicht gingen die Kugeln ja doch durch die Tür und der liegt jetzt da oben tot und das ist jetzt der und will seine Leiche looten. Oh, dann kommt er gleich hoch. Da rennt wieder einer, hinten bei den Autos, wo die Leiche lag. Ey, ich bin rausgedingst. Boah. Heftig, da schießt wieder einer. Ja. Ja, weil ich rausgedingst bin. Rausgeglitscht. Boah. Oh Mann, ey. Ich bin mit der Herz gerade stehen geblieben, ey. Alter, jetzt stehe ich da und warte. Ich schieße einfach mal. Wechsel mal kurz meine Position. Meine aber gut eingesteckt, zwei Kugeln. Bestimmt. Ich habe nur 25 Schuss Modus. Hat auch eine trinken, weiße essen. Flagge dabei, die verschwenken können. Denkst du, der wartet jetzt da oben? So lange? Hat man das gehört, dass ich im Spiel geredet habe? Ja, hat man. Kletter da mal hoch. Ich soll da hochklettern? Ja, mach doch mal. Naja. Nein. Komm, ich kletter da hoch, Arschleck. Komm, wir gehen jetzt alle zum Viktor. Ja. Komm, das ist jetzt. Du musst noch 5 Minuten warten und dann verliert er die Nerven. Wo bist du denn jetzt? Ja, in dem Hochhaus. Ja, der andere hier, der mit mir hier war. Ich bin eine Stadt. Er ist hier. Hast du ihn? Nein. Er ist gerade hier runtergelaufen. Ach du Scheiße. An dir vorbei oder was? Er rennt runter. Er ist runtergelaufen. Er kommt gleich die Treppe runter.
Ihr müsst den Eingang im Visier behalten. Ja, der Eingang ist auf der anderen Seite. Nein, Mann. Was für einen Eingang meinst du? Ja. Jetzt schießt M4, einer. M4, ich will die haben. Ne, das ist AK, glaube ich. Wo bist du denn jetzt hier? Da, wo die Steinbrocken sind? Hier. Ach da, boah, hast du mich erschrocken. Guck mal, ich lag die ganze Zeit hier so vor dem Fenster, weißt du, so dass der mich nicht sehen konnte, so. Ich hab die ganze Zeit da hingeguckt. Ich hab auch den Blick aufs Treppenhaus, aber da ist er noch nicht vorbei gelaufen, also noch nicht, keine Treppen gelaufen. Da rennt wieder einer zwischen den Hochhäusern, guck mal. Ich schieß jetzt mal auf den, scheiß drauf. Scheiße, Mann, echt. Ich hab grad, weil du gesagt hast, ich war abgelenkt. Ich klicke jetzt hin automatisch. Was ist das denn? Schon wieder, das ist der MP, das ist der M4-Schütze. Mit dem Beret, ne? Ja, ne. Ich hab ihn angeschossen. Da ganz unten ist jemand. Ah, du bist das, Victor, ne? Ja, ja, ja. Und der Typ ist unter mir. Irgendwo unter mir. Oh, krass, so weit schon unten? Ja. Was kann das denn sein, ey? Der ist da vorbeigelaufen. Oder der hat dich hier. Ja, der war gerade noch ein anderer, der ist da lang gelaufen. Ja, der kommt jetzt zu uns. Oder der hat dich hier für irgendwo versteckt. Ich hab auf den geschossen, ne? Und gerade wo ich geschossen habe, legt mein Charakter sich automatisch hin. Den in-game, glaube ich. Voll komisch. Boah, ein Flamm habe ich. Er ladet nach. Ey, ist das eine angespannte Lage gerade? Die kommen gleich bestimmt zu uns hier hoch. Wo ist denn Victor jetzt? Welche Etage? Da, 1, 2, 3, 4. Zweite oder dritte? 5 oder 6, würde ich sagen. Nein, 5 oder 6. Wer erzählt denn was von French oder so? Was? Irgendwas hat doch einer gesagt mit French oder so, oder? Keine Ahnung. Da, schon wieder. Ja, irgendwas redet hier. Stehst du da gerade? Ich stehe im Flur, ne? Also nicht. Ist der rausgelaufen? Da ist der aus dem Haus raus, weißt du, mit dem roten Bär. Das habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung. Hat einer geantwortet gerade, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gehört jetzt. Hey, hörst du mich? Hey, ich Kollege. Er antwortet nicht. Was für eine Überraschung. Ich bin fast unten. Ich höre Schritte unter uns. Scheiße. Ja, höre ich auch. Das ist derselbe Tipp. Das ist wahrscheinlich das. Der kommt jetzt bestimmt zu uns hier hoch. Oh Mann, jetzt weiß ich nicht, ob ich da runterklettern kann. Wo willst du hin? Ja, ich bin im Treppenhaus. Sobald der unten hier bei der Treppe ist, wo die Steine im Weg liegen, dann sehe ich den. Wenn er da hochkommen will, dann kann ich auf den schießen. Ich habe geschossen, aber war nichts. Okay, der Typ ist abgehauen. Ich bin tot. Oh, was? Von ich wo? Ich bin tot. Ja, der kommt die Treppe jetzt hoch. Der hat sich vorbeigebeugt. Hast du das nicht gesehen? Nee. Jedenfalls, ich bin tot. Scheiße. Ich hab die Schüsse nur gesehen, also der Rauch. Oh, hoffentlich habe ich ihn noch getroffen. Ich gehe ins Hochhaus gegenüber. Victor, komm von hoch, komm von hinten. Ja, ich gehe hoch.
Auf einen Zombie. Genau, geh hoch, dann siehst du den. Einer von hinten, einer von vorne und gib ihn. Aber kann ich hochklettern? Der kommt die Leiter hoch, ich sehe ihn. Hä? Ja. Ein Typ kommt die Leiter hoch. Dann sind das zwei. Dann sind das zwei, ja. Scheiße. Ja, dann musst du dem helfen jetzt. Noch um die Ecke. Victor, du bist angewiesen. Ja, wenigstens korrekt, egal. Gestorben, egal. Ich blute gerade. Oh Mann, ich hab ihn echt erschießen können. Wo bin ich denn hier gestartet? Keine Ahnung. Ich hab ihn gesehen, der hat kurz rüber geguckt. So. Das ist aber ein anderer. Ich schick dir seinen Freund vor. Ich hab voll auf seinen Schädel geschossen mit der MP5. Einen hab ich. Ja, okay. Korrekt. Der andere wird bestimmt Panik bekommen. Der andere steht aber noch da, weil ich habe jetzt... Ist er oben? Da ist er, der guckt da immer ganz kurz so um die Ecke. Okay, ich versuche hochzuklettern. Er will wahrscheinlich einen Schuss provozieren. Aber jetzt ist der scheiß Zombie da und ich komme nicht durch den Zombie raus. Ich glaube, ich bin Kambi-Wowo oder wie das heißt. Ey, du Wichser von Zombie, Mann, echt, meine Fresse, echt. Alter, ich komme hier nicht raus. Aber mir hat er auch einen Headshot verpasst. Der andere hat... Ich bin wegen Zombie hier eingeklemmt. Unter der Treppe. Krass. Alter Scheiße. Das ist kacke. Kann ich da nicht irgendwie an dem Zombie vorbei? Jetzt. Weißt du, ob er oben ist? Was? Wie weit er oben ist? Ja, ziemlich weit, ne? Okay. Vorletzte Etage oder sowas. Oder vorletzte Etage. Ich kletter jetzt hoch. Das ist oder was? Was meinst du? Das ist gleich Rambazamba, Mann. Du meinst, dass der bei mir ist, ne? Oder hast du nur die eine Mosin dabei? Ich hab nur die Mosin. Boah, mies. Egal, ist ja nur noch einer jetzt. Okay, ich bin weiter. Bin Leiter hoch. Bin weiter. Versteckt. Oh, es ist dunkel hier. Und der hat eine scheiß Schnellfeuerwaffe, ey. Der ist echt im Vorteil. Deswegen wirkt's ja. Oder guck, dass du meine MP5 bekommst. Vielleicht funktioniert die noch. Ja, nee, deine Leiche ist zu weit weg. Muss dann nur einfach in das Zimmer rennen. Auf Amok trifft er dich eh nicht so schnell. Na, nee, ich stehe hier gerade zu gut. Ich hab die Hoffnung, dass er die Geduld verliert und hier hochläuft oder so. Ich gehe langsam hoch. Der andere hat auch versucht, mich zu rushen. Was hat der andere von der Waffe? Kann ich nicht erkennen. Warte, irgend... Ah ne, ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwas Braunes. Aber wenn du meine Leiche nicht anlootest, verschwindet die doch irgendwie nach ein paar Minuten, oder? Eine Leiche verschwindet nach 10 Minuten. Ich bin jetzt vor Elektro gleich. Ey, mir fällt gerade ein, nicht dass die Ghosten, Alter.
dass er sich so lange da Faxen macht und so, weil der zeigt sich immer ab und zu. Dass sein Kollege dann nicht ghostet oder sowas. Das wäre echt schlimm. Mann, mein scheiß Rechner macht hier so komische Scheiße. Oh, bin ich aufgeregt. Alter, bin ich aufgeregt. Er ist über diesen Schutterberg gekommen? Da drunter, unter dem Schutterberg. Kannst du da hingucken? Ich bin gleich da. Weil wenn du da hingucken kannst, ne, dann mache ich das gleich. Dann renne ich hier an dem vorbei, also jetzt in das Zimmer rein. Und ich glaube, dann guckt der so um die Ecke und dann müsstest du den sehen können. Kannst du nicht irgendwas provozieren? Was? Kannst du ihn nicht provozieren, dass er sich verrät, wo er ist? Jetzt, wenn du den Schuttberg siehst auf der Treppe, siehst du den? Noch nicht. Da ist er von dir aus dann links daneben halt, ne, im Treppenhaus. Eigentlich vor dem Fenster direkt. Den müsstest du eigentlich sehen können. Hast du geschossen, ja? Nein, ich habe nicht geschossen. Jemand hat auf mich geschossen. Auf dich? Ja, in meine Richtung. Ich weiß nicht, aber woher. Ach oh Gott, nicht, dass der Typ jetzt dich gesehen hat. Ich bin jetzt Treppenhaus gebrochen. Wer ladet da lädt einer nach mit Mosin. Ne, das ist der Typ nicht, weil er hat keine Mosin. Das ist ein anderer. Wo ist das nah gewesen? Dann sind hier immer noch zwei Typen. Einer mit Mosin, einer mit AK oder sowas. Das sind noch wieder drauf geschossen haben. Er ist tot. Okay. Der bei mir jetzt hier war? Ja, unter dir. Ja, korrekt. Wo ist der Typ in der Mosin? Weißt du das auch? Weiß ich nicht. Loote jetzt meine Leiche. Warte, ich höre noch Schritte. Hier ist noch einer. Ich höre Schritte. Hier ist einer. Unter mir ist noch einer. Okay. Der bewegt sich. Das bin ich ja wieder. Ich spring mich jetzt um. Hä? Bist du unter mir im Haus? Ja, da liegen zwei jetzt. Ein blauer Rucksack, ja? Blauer Rucksack? Hatte einen blauen Rucksack? Einer von hat einen blauen Rucksack, der andere hatte halt... einen schwarzen grün, Helm. Glaube ich. Einen schwarzen Helm, ja? Okay, warte, jetzt nicht schießen. Ich werde jetzt da... Okay, dann bin du... Ja, ich hab ihn abgeknallt. Okay, und wer hat das auf dich geschossen mit der Mosin? Ja. Weil ich habe das Nachladen gehört. Ich hab... Der Typ mit der Mosin? Ja. Krass, dann war der das wahrscheinlich. Dann hatte der eine Schnellfeuerwaffe, die AKU war das dann bestimmt. Ich steck noch hier die Lage. Das macht natürlich Sinn. Ja, okay, dann würde ich jetzt deine Leiche. Ich komm da nicht. Ich komm da nicht durch. Nicht, dass wir noch jemanden hier haben. Da unten ist ein Zombie zu hören, ne? Okay, loot jetzt seine Sachen. Okay, ich kann die nicht auf den Boden legen. Ja, ich kann gut. Check Puls. Er ist tot. Mosin. Und Wissen essen und so Scheiß. Egal, die aber haben hey Jungs, ihr könnt das sehen auf SK2.gameplay auf YouTube. Ein schöner Teil, der für uns gut ausgeht. Das war Werbung gemacht. Ja, aber warte mal. Waren das denn jetzt überhaupt alle? Das waren drei Stück. Wir haben... Da fehlt noch einer. Genau, der Typ mit dem roten... Der Typ mit dem roten Kopftuch, der fehlt. Und der Mosin-Schütze, der am Berg war. Ja, kann ja sein, dass der das hier war. Okay, das kann sein. Aber der hat keinen Scope. Auf jeden Fall fehlt er noch mit der M4, ne? Mit dem roten. Ja. Den habe ich gesehen, genau. Und der ist. Keine Ahnung. Also. Und jetzt liegen hier wieder Leichen. Ich komme wieder nicht weiter. Wo
ich will zu dir kommen. Kann das der Server hängt? Kannst du mal kommen von den Typen looten, denn ich kann nichts machen. Der Server hängt, deswegen kann ich auch nicht die Sachen hier auf dem Boden. Nein! Sicher? Ganz sicher. Also kann bei ich von mir aus. Ja. Kann nichts von mir aus auch nichts irgendwo legen. Ja, ich kann jetzt auch nichts. Ich kann auch nichts trinken oder sowas. Receiving steht dann da. Nein! Nein! Ja, das war's dann, ey. Nein. Oh meine. Meinst du, der fängt sich wieder? Oder das war's? Ich glaube nicht, dass er sich fängt. Die Situation hatte ich schon oft. Wir können ja mal gucken, noch eine Minute, zwei Minuten. Warten. Ja, kannst du aber runterlaufen und den tippen. Warte, ich komm runter. Ich stehe jetzt an den Leichen. Okay, du stehst da und bewegst dich nicht. Also. Okay. Ja. Aber Hammer, dass du den noch geholt hast, oder? Richtig geil. Ja, dann mache ich mal hier Schluss. Für diese Aufzeichnung.